Coach, im Keller ist ein Waffenlager. Bedienen Sie sich, solange es noch geht. Makarovs Leute werden alles versuchen, damit so, wir und jetzt werde ich einmal Winkel sitzen und campen, Freunde. Der Transfer läuft. Waffenvorräte nutzen und falls vorhanden Claymores platzieren. Haben wir schon. Defensivpositionen, los! Bereit zum Angriff. Feindliche Helikopter nähern sich von Nordwesten. Verstanden, feindliche Helikopter nähern sich von Nordwesten. Ist mir wurscht. Wir müssen den Vorgang. Nein, ich sicher den. Ich gehe zu den Hauptsensern. Jemand muss die Zufahrt vermieten und sichern. Roach, platzieren Sie Ihre Claymores auf der Zufahrt und kommen Sie zurück zum Haus! Ah, jetzt hätte ich wieder 5. Naja, wurscht. Diese scheiß Verbindung. Ja, das war mal ein Claymore. Jetzt reißt die Claymore-Minen. Raketenwerfer nähert sich von Osten. Verstanden. Raketenwerfer-Truppe nähert sich von Osten. Na bitte, die erste Welle gleich einmal mit die Claymores abgefangen. Was, der kommt dort um die Ecke und schießt zielgenau auf mich. Der kann mich doch gleich gar nicht sehen. Alter, mach schneller mit dem Download. Da kriegt man ja die eh schon wissen. Ja. Ich habe mir gedacht, ich bin weit genug weg. Granate! Und wo die geworfen worden ist, weiß man schon wieder nicht, ne? So heftig. Auf einmal stehen 1000 im Raum, wo... Von oben runter, keine Ahnung. Naja, ich möchte da jetzt nicht so lang nachladen. Ja. Ach, das ist der eigene. Ja, woher soll denn ich das wissen? Den hätte ich jetzt beinahe übersehen. Grausam soll's drauf gehen, wenn du immer wieder aufstehst. Schieß doch! Was machst du denn? Sag das ja, binnen Sekunden stehen da 1000 Leute im Raum.
Ja. Schließen wir mal Verdacht an dorthin. Aber sei doch ruhig, wieder ein Kontrollpunkt, Gott sei Dank. 500 noch. Raketenwerfer nähert sich von Westen. Alles klar, Raketenwerfertrupp nähert sich von Westen. Okay, wenn sich der erst nähert, warten wir da noch einmal nach. Durch die Sonnenkollektoren im Osten des Hauses. Sie kommen durch die Sonnenkollektoren östlich vom Haus. Wenn möglich Claymores auf dem Pfad östlich vom Haus. Ich weiß da eh, dass die östliche Ecke da... Bin ich einmal der Winkelsitzer, der Böse. Aber die Mission ist so grottenschwer, also da frei herumrennen, Respekt. Der Transfer ist abgeschlossen, Roach. Ich schütze den Hauptzugang. Holen Sie die DSM. Bewegung! Raketenwerfer nähert sich von Südwesten. Hier ist Shepard. Wir sind fast an der Landezone. Wie ist Ihr Status? Over. Wir sind auf dem Weg zur Landezone. Gehen wir, Roach! Von hinten die Granate, von vorne die Feinde. Keine Ahnung, wieso schon wieder von hinten eine Granate kommt, aber bitte. Soll halt so sein. Wohin muss ich denn jetzt überhaupt? Dahin. So, ich werde jetzt nochmal nachladen. Wir müssen jetzt einfach nur zum Abholpunkt laufen. Das komische Zeug haben wir ja. Ah, okay. Thunder 2-1. Ich habe roten Rauch in den Bäumen gezündet. Angriff auf mein Zeichen. Glaubst du, der geht drauf da? Gott sei Dank alles geskriptet, weil... Haben Sie die DSM? Wir haben sie, Sir! Gut, ein Problem weniger. Du Arschwarze, du schiere Unnötige! Schau dir diese... Oh. Das habe ich halt gemeint, dass die ganzen Typen da eigentlich alles nur Nebendarsteller sind. Ja, wir auch. Na wart nur. Die holen wir uns noch. Dich werden wir uns noch holen. Q.
keine Sorge, Freunde, den holen wir uns noch. Aber garantiert holen wir uns den noch. So eine Arschwarze da. Roach? Ghost? Kommen, Ghost! Hören Sie mich! Hört mich jemand? Sie sind tot, Soap. Shepard hat aufgeräumt. Ich kämpfe mich zu Ihnen zurück. Shepard hat uns verraten. Dafür muss man jemandem vertrauen, das tat ich nie. Ah ja. Nikolai, kommen, haben Sie unsere Position? Positiv, Price. Aber nicht nur ich. Shepards Männer befinden sich auf einer Seite, Makarovs auf der anderen. Das ist doch jetzt die Mission mit diesem Flugzeugfriedhof. Oder wir lassen sie sich gegenseitig erledigen. Genau. Wir sehen uns auf der anderen Seite, mein Freund. Ach du Kacke, das ist ja auch nicht gerade einfach. Ja, die sind alle sehr intensiv, diese Missionen. So, Shepard will uns und Makarov gleichzeitig ausschalten. Begeben Sie sich zum Sammelpunkt Bravo im Westen. So. Vertrauen Sie niemandem. Die machen sich da jetzt eh relativ selber, Meier. Aha, jetzt hat mich einer entdeckt. So. Los, los, los. Nikolai, hier ist der Schmäh bei den Level, wenn ich mich noch recht erinnern kann, beziehungsweise auf der Map ist, nicht allzu schnell vorzugehen und eher zurückhalten. Weil sich die Typen an und für sich eh sehr viel selber gegenseitig ausschalten. Da bin ich aber auch lang drauf kommen müssen, oder lang braucht, bis ich drauf gekommen bin. Makarovs und Shepards Männer sollen sich möglichst gegenseitig ausschalten. Wir können mit ihren Funkgeräten ihren Funk abhören. Ich werde versuchen, Makarov zu kontaktieren. Makarov, hier ist... Wir haben so einen Tarnanzug an. Er hat ihren Einsatzplan und einen Blankoscheck. Geben Sie mir, was Sie von Shepard wissen, und ich erledige den Rest. Der Tarnanzug ist aber für die Wirscht offensichtlich. Schau dir das an, die Grätzen ist da noch immer, oder? Ja. Scheiße. Makarov, kennen Sie das alte Sprichwort? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Tschüss. Sie werden merken, dass das in beide Richtungen funktioniert. Eher mit der Waffe da vorgehen. Die Scharfschützen aufheben, weil da habe ich ja nicht so viel Schuss. Sieht man jetzt wieder toll, ne? Da freue ich mich schon. Schöne Grüße an Sakajew, wenn Sie zuerst dort sind. Ja. So. Wir müssen da einfach eigentlich nur abhauen. Das wäre es eigentlich auch schon gewesen. Nur abhauen. Die bekämpfen sich gegenseitig. Der greift Nollerwe da mal dumm. Oh, 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 da habe ich mich jetzt Wespennest reingesetzt. Na ordentlich Fall da oben.